good state. Zusammen. Herzlich willkommen zu unserem 15. Vlog. Man hätte es nicht glauben können, aber es ist schon soweit. Und der Herbst neigt sich dem Ende zu. Wir sind am Ende der Ernte und morgen schneiden wir den letzten Pinot Noir. Im Hintergrund sieht man den wunderschönen Rippberg. Da wurden bereits die Trauben geschnitten. Man sieht es auch, das Laub verabschiedet sich langsam. Auch die Rebe stellt langsam auf Winter ein. Denn sie hat ihre Arbeit erledigt. Und im Herbst gibt es nicht nur positive Sachen, sondern als Winzer gibt es einen richtig, richtig grossen Feind im Herbst. Und das sind die Vögel. Die fressen unsere Trauben und das gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Grundsätzlich haben wir Vögel gern, das ganze Jahr durch. Aber es gibt einige Vögel im Herbst, die wollen wir einfach nicht haben. Und darum sind wir nicht gut zu Vögeln. Und die Vögel, die es eigentlich betrifft, das sind die Zugvögel, die Stare. Die sind immer sehr penetrant im Herbst und sammeln sich da bei uns, suchen noch die letzten Futterreserven, um dann in den Süden zu fliegen. Ja, hier haben wir ein gutes Beispiel. Bei diesen Trauben, die eigentlich mal hier gehangen haben, sieht man nur noch die Rappen. Die Vögel sind da schön fleißig gekommen, haben alle Trauben abstibitzt, geholt und jetzt ist effektiv nur noch das Gerüst von der Rappe da. Und die Vögel, die holen problemlos bis 1 bis 2 Tonnen Trauben so. Was ist denn das für eine Sauerei hier im Rippberg? Wir hatten Besuch von den Wildschweinen. Sie haben hier die ganze Terrasse, den Boden aufgewühlt. Seht ihr das hier? Sie hatten hier hinten, überall, auch hier unten, haben sie die Boden aufgewühlt. Auch hier oben, das geht von dieser Terrasse bis ganz weiter nach oben. Die waren echt richtig fleißig und wir hatten Glück, dass sie nicht die Trauben gefressen haben. Die Spuren der Übeltäter sind noch ganz gut zu erkennen. Hier sieht man die Fußabdrücke und wie sie die ganze Erde aufgewühlt haben. Ich hoffe, sie hatten Spaß hier. Und wir hatten echt Schwein, dass sie keine Trauben gefressen haben. Jedes Mal, wenn die Vögel aus den Reben kommen, sieht man schön, wie sie eine Beere im Schnabel halten. Und so kann man sagen, dass pro Schwarm etwa eine Flasche Wein davonfliegt. Ja, und das wollen wir nicht. Es ist schon so, einen gewissen Teil von der Traube muss man schon der Natur zurückgeben. Weil irgendwas fressen müssen sie ja schon, oder? Aber das Ziel ist es halt, dass nicht die großen Schwärme in unsere Rippberge hereinfallen. Den ganzen Rippberg im Vogelnetz zu schützen, das geht nicht, das ist ein zu grosser Aufwand. Aber hier am Waldrand, wo die Standvögel sind, hier netzen wir die Vögel. Hier netzen wir die Trauben. Und wie wir das gemacht haben, könnt ihr hier oben im Link sehen. Was wir sonst noch machen, um unsere Trauben zu schützen, das zeigen wir jetzt. Bei mir geht's nicht. Versuchst du einmal. So, da wären wir. Hier unten am Waldrand haben wir extra ein paar Reben gepflanzt. Also es sind etwa 40 Stück, die wir gepflanzt haben. eigentlich eben mit dem Gedanken, um unsere Trauben zu schützen, so dass die Vögel und die Waldtiere trotzdem auch etwas zu fressen haben, weil etwas müssen sie ja fressen. Und so kann man sagen, fressen sie diese Trauben und nicht unsere. Mach du. Das ist eine weitere Methode, wie ich die Vögel vertreiben und verjagen kann. Letztes Jahr und dieses Jahr bin ich viel mit dieser Drohne geflogen und da kann man so schön der Hochspannungsleitung und in den Bäumen herumfliegen, wo die Vögel sitzen und sie ein bisschen nerven. Und das mögen sie nämlich gar nicht. Und wenn es gar nichts mehr hilft, dann kommt die Stufe 2 und das wird laut. Im Herbst verjagen wir die Vögel mit den Knallern. Das ist der Babyknaller. Der ist ganz nicht laut. Und wenn alles nichts mehr hilft, dann kommt die Stufe 2. Darf ich vorstellen? Mutterknaller. Der große Knaller stellen wir erst Mitte Herbst auf. Denn wenn er zu früh aufgestellt und schon abgeschossen wird, gewöhnen sich die Vögel daran. Und wir schießen nicht im Automatikmodus, sondern wir schießen, wenn wir die Schwärme sehen. Ihr wollt jetzt sicher mal hören, wie das Ding abgeht. Also, dann haltet euch die Ohren zu. Und los geht's. 3, 2, 1. Das war echt laut. Und mir flattert immer noch das Herz. Also es gibt eine Druckwelle. Oh, und, die Druckwelle, die spüren auch die Vögel. Das ist auch der Grund, warum die auch fortfliegen. Wow, das war echt laut. Ich hoffe, man hört es auch auf dem Film. Das ist unsere Vogelabwehr und uns ist es extrem wichtig, dass wir die Vögel vertreiben mit dem Knallen und dass keine Vögel verletzt werden. Ja, die Vögel sollen ihre Trauben woanders fressen, das Futter sollen sie woanders finden. Ein Schwarm Vögel! Wo? Dort unten! Scheiße, schnell! Los. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Abonnieren und liken, ihr wisst, was zu tun ist. Also, wir müssen los! Tschüss! Das war noch nicht alles. Wir sind noch ein bisschen Kinder und ja nicht zu Hause nachmachen. Ich habe extra ein bisschen Pulver genommen und mal schauen, was passiert. Mit dem Pulver versuchen wir zu schauen, wie weit der Knall oder der Schall fliegt. Und jetzt machen wir das Pulver rein. Ja, lieber zu viel als zu wenig. Okay. Habt ihr das gesehen? Das ist geil!